Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier auf meinem Kanal Kreativ Victoria geht es rund um das Thema Handarbeiten. Ich bin Victoria und ich zeige euch heute, wie ihr so eine Strickjacke selber stricken könnt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Für die Strickjacke brauchst du ca. 5 Knäuel Wolle. 4 für den Hauptteil und eine für die Bündchen. Ich verwende Fashion Cotton von Rico und die Peach Cotton von Schachenmeier. Meine Schwester durfte sich die Farben aussuchen, für die habe ich die Strickjacke gestrickt. Und für die Nadeln verwende ich die Stärke 5 mm. Da brauchst du eine lange Nadel oder Rundstricknadeln, das finde ich persönlich einfacher, und eine kurze Rundstricknadel oder ein Nadelspiel für die Ärmel. Und ihr braucht 4 Maschenmarkierer. Ich nehme dafür diese Ringe hier. Es hilft, wenn du vorher eine Maschenprobe machst, damit du ausrechnen kannst, wie groß die Strickjacke werden soll. Ich stricke die Jacke in Größe S. Wenn du eine andere Größe stricken möchtest, dann misst du am besten aus, wie groß der Ausschnitt werden soll und kannst so ausrechnen, wie viele Maschen du anschlagen musst. Ich beginne damit, 102 Maschen aufzunehmen. Nun setzen wir die 4 Maschenmarkierer. Sie unterteilen unsere Arbeit in den rechten Vorderteil und den rechten Ärmel, den Rücken, den linken Ärmel und das linke Vorderteil. Den ersten Markierer setze ich nach 20 Maschen, dann unterteile ich die Schultern nach 6 Maschen, der Rückenteil ist 50 Maschen lang, die linke Schulter wieder 6 Maschen und dann bleiben noch 20 Maschen für den linken Vorderteil übrig. Das heißt, ich beginne die erste Reihe hinzustricken mit rechten Maschen und setze dabei die Markierer an die entsprechenden Stellen. Links und rechts neben den Markierern werden wir gleich Maschen hinzunehmen, damit die Schultern entstehen. Das nennt man die Raglanzunahme. Wir beginnen nun also mit der Rückreihe. Meine erste Masche ist immer eine rechte Masche. Das ist eine Randmasche, die wir immer bei jeder Hin- und Rückreihe, die erste und letzte Masche, stricken wir rechts. Danach stricke ich links weiter, um ein glatt rechts gestricktes Strickergebnis zu erzeugen. Ich stricke bis eine Masche vor unserem ersten Markierer. Dort mache ich einen Umschlag von vorne nach hinten. Stricke dann 2 Maschen und mache hier eine Masche nach dem Markierer einen weiteren Umschlag. Das wiederhole ich so bei jedem Maschenmarkierer. Also auch hier wieder bis eine Masche vor unserem Maschenmarkierer stricken und dort einen Umschlag arbeiten. 2 Maschen stricken und wieder einen Umschlag machen. So nehmen wir eben Maschen auf, damit die Schultern entstehen. Am Ende der Runde die letzte Masche wieder rechts, also als Randmasche stricken und die Arbeit wenden. Auf der Vorderseite stricken wir wieder rechte Maschen. Die Umschläge stricken wir ganz normal rechts ab, so dass ein Loch entsteht. Wenn ihr kein Loch haben möchtet, dann könnt ihr die Umschläge auch verschränkt abstricken. Mir gefällt das hier ganz gut mit den Löchern. Auf der Vorderseite stricken wir also komplett rechts über alle Maschen und nehmen keine Maschen hinzu.
Am Ende der Reihe wenden wir wieder und stricken die Rückreihe wieder genauso wie die erste Rückreihe. Also bis eine Masche vor unserem Maschenmarkierer stricken, einen Umschlag arbeiten, zwei Maschen stricken, einen weiteren Umschlag machen und so stricken wir immer abwechselnd weiter. Also auf den Rückreihen die Maschen vor und nach den Markierern hinzunehmen und auf den Hinreihen immer rechts glatt über alle Maschen auch die Umschläge drüber stricken. Das wiederholen wir so oft, bis sich die Schultern gebildet haben. Auf der Nadel entstehen immer mehr Maschen. Wenn die Zunahme 24 cm lang ist, stricke ich die Ärmel und den Körperteil einzeln weiter. Wir befinden uns jetzt auf der Rückreihe und stricken weiter bis zum ersten Maschenmarkierer. Ab hier nehmen wir den Ärmel von der Nadel ab. Dafür nimmst du eine Nadel und einen Faden und fädelst alle Maschen bis zum nächsten Maschenmarkierer auf den Faden auf. Den Faden verknoten wir dann und legen den Ärmel so zur Seite. Und verbinden nun den Vorderteil, den wir bisher gestrickt haben, und den Rückenteil. Unter der Achsel nehmen wir 8 Maschen neu dazu auf, bevor wir die Teile verbinden. Dafür wickeln wir den Daumen von oben hinten einmal um den Faden und stechen dann mit der Nadel am Daumen entlang von unten durch die Schlaufe durch. Also den Daumen von oben um den Faden wickeln und mit der Nadel durch die entstandene Überkreuzung stechen, den Daumen rausziehen und die Schlaufe festziehen. Davon machen wir 8 Stück. Jetzt stricken wir weiter am Rückenteil, so werden die beiden Teile dann verbunden. Dort stricken wir einfach weiter Maschen über den gesamten Rückenteil bis zum nächsten Maschenmarkierer. Und hier wiederholen wir mit dem anderen Ärmel genau das Gleiche. Also den Ärmel auf einen Faden abnehmen und 8 Achselmaschen stricken. Das heißt, hier nehmen wir auch wieder die Maschen auf den Faden auf und legen den Ärmel weg bis zum nächsten Maschenmarkierer. Arbeiten dann auch wieder 8 Achselmaschen, das heißt, wir nehmen sie genauso wieder auf wie auch eben und verbinden dann den Rückenteil mit dem nächsten Vorderteil und stricken bis zum Ende der Reihe weiter. Wir stricken jetzt den Körperteil immer in Hin- und Rückreihen weiter, einfach glatt rechts, also auf Hinreihen rechte und Rückreihen linke Maschen stricken. Die erste und die letzte Masche ist weiterhin immer eine Randmasche. Über die 8 Achselmaschen strickst du einfach auch normal rechte Maschen. Sie sind manchmal etwas schwer zu erwischen. Ich nehme dann immer den rechten Zeigefinger zur Hilfe. Am Ende der Reihe angekommen, wenden, eine Randmasche arbeiten und dann links weiter stricken. Wenn die Jacke fast so lang ist, wie ihr sie haben möchtet, dann beginnen wir mit dem Bündchen. Dafür wechsle ich zur rosafarbenen Wolle. Wir befinden uns auf einer Hinreihe und stricken jetzt eine Reihe glatt rechts mit der rosa Wolle. Thank you.
Am Ende der Reihe angekommen, wenden wir die Arbeit, stricken eine Randmasche und dann immer abwechselnd linke und rechte Maschen. Ab ihr arbeiten wir also ein Bündchen im Rippenmuster. Am Ende der Runde stricken wir wieder eine rechte Randmasche und die Arbeit wird gewendet. Die erste Masche ist wieder eine Randmasche, danach stricken wir die Maschen so, wie sie erscheinen, also auf rechte Maschen rechte und auf linke, linke Maschen stricken. So stricken wir das Bündchen, bis es ca. 5 cm lang ist. Dann ketten wir die Maschen ab. Die Bündchen vorne und am Kragen machen wir später. Erstmal beginnen wir jetzt mit den Ärmeln. Wir nehmen jetzt aus den lahmgelegten Maschen Maschen auf und auch aus den Achselmaschen, den 8 Stück, die wir eben gestrickt haben. Da beginnen wir genau in der Mitte. Das heißt, wir haben 8 Achselmaschen aufgenommen und teilen diese in 2x4 Maschen. Wir beginnen dann beim linken Teil mit der ersten Masche. Dafür holen wir mit der Nadel rechts die Maschen von hinten unter der Masche her. Also unter den Maschen durchstechen und den Faden nach vorne holen. Das machst du mit allen 4 Maschen. Dann beginnen wir die Maschen, die wir auf dem Faden zur Seite gelegt haben, wieder auf die Nadel zu fädeln. Das ist manchmal etwas tricky, weil die Maschen so zuziehen, aber einfach immer dem Faden folgen, dann findet ihr die Maschen wieder. Wir nehmen also alle Maschen wieder auf und können dann den Faden herausziehen. Dann fehlen nur noch die 4 Achselmaschen vom rechten Teil. Diese nehmen wir genauso auf wie eben. Wundert euch nicht, dass die Nadel jetzt anders aussieht als eben. Ich habe zu einer kürzeren Rundstricknadel gewechselt. In der Mitte nehme ich jetzt einen Maschenmarkierer als Hilfe hinzu, damit ich immer weiß, wo die Runde beginnt. Dann stricken wir 2 Runden glatt rechts, bis wir wieder unten in der Mitte angekommen sind am Maschenmarkierer. In der Mitte angekommen, stricken wir eine Abnahme am runden Beginn. Dafür stricken wir eine Masche rechts und anschließend 2 Maschen rechts zusammen. Dafür stechen wir durch beide gleichzeitig ein und stricken sie zusammen rechts ab. Ich zeige es euch noch einmal. Von links nach rechts durch beide Maschen stechen und dann rechts stricken. Dann stricken wir die Runde glatt rechts bis 3 Maschen vor Rundenende.
Abnahme ist so aufgeteilt, dass wir immer zu Beginn und dann zum Ende der Runde die Abnahmen arbeiten. Das heißt, in der Mitte bleiben zwei Maschen immer bestehen und links und rechts davon stricken wir die Abnahmen. Für die Abnahme zum runden Ende heben wir eine Masche auf die rechte Nadel, ohne sie zu stricken, also einfach wie fürs Rechtsstricken einstechen und dann rüberheben. Die zweite Masche stricken wir ganz normal rechts und dann die erste über die zweite Masche heben. Dann stricken wir die dritte Masche rechts. So nehmen wir jetzt insgesamt 12 Mal jede vierte Runde am Anfang und Ende der Reihe je eine Masche ab. Also noch 11 weitere Male. Das bedeutet immer 3 Runden glatt rechts stricken und dann in der vierten Runde die Abnahme arbeiten. Das Ganze sieht dann so aus, wenn du insgesamt 12 Mal zwei Maschen abgenommen hast. Der Ärmel ist von der Achsel aus gemessen 16 cm lang. Wir stricken jetzt genauso weiter, allerdings nehmen wir nur jede sechste Runde Maschen ab, also immer 5 Runden lang glatt rechts stricken und dann in der sechsten Runde die zwei Maschen abnehmen. Das machen wir insgesamt 5 Mal. Danach stricken wir einfach glatt rechts ohne Abnahmen weiter, bis der Ärmel von der Schulter aus gemessen 81 cm lang ist. Beziehungsweise so lang wie ihr den Ärmel eben braucht, für Größe S passen hier 81 cm. Hier wechseln wir dann wieder zur rosa Wolle und stricken das Bündchen. Die erste Runde stricken wir glatt rechts. Und danach stricken wir weiter Rippen, also abwechselnd linke und rechte Maschen, genauso wie wir es auch unten am Rand gemacht haben. Den zweiten Ärmel stricken wir dann noch genauso wie den ersten. Jetzt stricken wir die Knopfleisten. Auf der linken Seite, wenn man die Jacke anhat, von vorne gesehen, also die rechte Seite hier, arbeiten wir Knopflöcher ein. Die rechte stricken wir dann ohne Löcher. Wir beginnen mit der mit Löchern. Wir nehmen jetzt immer eine Masche zwischen jedem dieser Knubbel, die durch die Randmaschen entstanden sind, auf. Ich nehme also den rosa Faden dahinter und steche von rechts mit der Nadel unter dem Knubbel durch und hole den Faden nach vorne. Das ist am Anfang etwas schwierig, wird dann aber leichter.
Das mache ich über die gesamte Länge, auch über den Abschluss unten. Am Ende angekommen, wenden wir die Arbeit und stricken eine Randmasche und anschließend abwechselnd linke und rechte Maschen. Ihr kennt den Ablauf. Über zwei Runden stricken wir abwechselnd linke und rechte Maschen im Bündchenmuster. Dann werden die Knopflöcher eingearbeitet. Dafür platziere ich die Knöpfe an den entsprechenden Stellen und rechne aus, wie viele Maschen ich immer als Abstand lasse. Zählt also alle Maschen, die ihr habt, und rechnet dann den Abstand dazwischen aus, der ans Lücken entstehen muss. Ich stricke zwei Maschen bis zum ersten Knopfloch und dann habe ich immer 13 Maschen Abstand zwischen den Knopflöchern. Die Knopflöcher selber gehen über zwei Maschen. Das müsst ihr mit einberechnen. Wir stricken also die zwei ersten Maschen und arbeiten jetzt das erste Knopfloch. Dafür ketten wir zwei Maschen ab. Das heißt, wir stricken zwei Maschen, heben die erste über die zweite, stricken dann eine weitere Masche und heben die zweite über die dritte Masche. Die erste Masche für den Abstand zum nächsten Knopfloch haben wir somit schon auf der rechten Nadel. Wir stricken also noch 12 weitere bis zum nächsten Loch. Hier ketten wir dann erneut zwei Maschen ab. So verwahren wir weiter für alle Knopflöcher bis zum Ende der Reihe. Die Arbeit wenden. Jetzt stricken wir hier weiter bis zum ersten Knopfloch. Wir nehmen hier jetzt wieder zwei Maschen auf, so wie wir es bei den Achselmaschen auch gemacht haben. Also über den Daumen. Dann stricken wir weiter bis zum nächsten Knopfloch und verfahren so bei allen weiter, also immer wieder zwei Maschen über den Knopflöchern neu aufnehmen. Jetzt werden noch zwei Reihen normal im Rippmuster weiter gestrickt und schließlich wird abgekettet. Auf der rechten Seite stricken wir genauso, nur ohne die Löcher, also sechs Reihen im Rippmuster. Dann machen wir mit dem Kragen weiter. Hier nehmen wir auch wieder aus den Randmaschen die Maschen auf, so wie ihr es hier sehen könnt. Und stricken dann, wenn wir alle Maschen aufgenommen haben, im Rippmuster, so wie wir es jetzt auch unten am Rand und an den Bündchen, an den Ärmeln gemacht haben, vier Reihen abwechselnd rechte und linke Maschen. Nach vier Reihen arbeiten wir ein Knopfloch mit ein. Ich habe sechs Maschen über unserer Knopfleiste liegen. Dort arbeite ich das Knopfloch in die mittleren zwei Maschen ein.
Also zwei Maschen stricken und dann zwei Maschen abketten. Das wird dann unser Knopfloch. Danach weiter bis zum Ende der Reihe stricken. Dann stricken wir wieder die Reihe zurück bis zu unserem Knopfloch und nehmen hier zwei Maschen wieder erneut auf. Danach stricken wir noch zwei Reihen normal im Rippenmuster weiter. Schließlich kann der Kragen auch abgekettet werden. Jetzt sind die Knöpfe dran. Diese nähe ich mit dem rosafarbenen Garn an. Dafür nehme ich eine Wollnadel, fädel den Faden hindurch und mache einen Knoten am Ende. Dem nehme ich zur Hilfe, dass der Faden nicht wegflutschen kann. Also den Faden durch den Knopf ziehen und dann mit der Nadel vor dem Knoten durch den Faden stechen und den Faden festziehen. So kann der Faden nicht mehr wegflutschen. Ich gehe dann noch ein, zwei Mal durch den Knopf und vernähe dann das Ende auf der Rückseite. So mache ich das mit allen Knöpfen und auch alle weiteren Fäden können jetzt vernäht werden. Und damit ist die Strickjacke fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch weiter zu stricken, dann schaut doch mal da vorbei. Da verlinke ich euch ein Video zu einer einfachen Pullover-Strickanleitung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken. Ciao!